Willkommen, liebe Zuschauer. Die Olympischen Spiele sind noch nicht ganz vorbei, aber nach Lage der Dinge werden sie die erfolgreichsten ever. Also da gibt es gar nichts zu meckern und zu diskutieren. Und ja, ein guter Teil dazu beigetragen haben ja auch die Spezialspringer. Und das Abschneiden auf allen Schanzen Medaillen, das ist das Zweitbeste nach 1994. Da hatten die Deutschen im Team gewonnen. Da hat Weißflog von der Großschanze gewonnen und Thoma war Dritter von der Normalschanze. Und im Team, mein lieber Gerd, da waren, glaube ich, zwei gesetzt. Das waren Weißflog und Thoma. Und dann gab es drei, die quasi auf Augenhöhe waren. Und da hat der Bundestrainer entschieden, Jeckle und Dufner springen. Die hatten dann Gold. Und dann hat der Gerd Siegmund das Schicksal erlitten, was ein Deutscher auch im Teamwettbewerb von der Großschanze hatte. Ja, so kann man das mal stehen lassen. Markus Eisenbichler. Es zeichnet sich aus, dass du damit gleich mal wieder anfängst. Nein, aber, das bietet sich aber jetzt an. Aber es ist natürlich so, leider ist es natürlich so, im Gegensatz vielleicht wie zum Fußball oder bei Mannschaftssportarten, dass derjenige, der nicht springt, in dem Fall war ich das 94 oder auch ein Richard Freitag 2014 in Sochi, oder eben jetzt ein Markus Eisenbichler, der nicht springt, der kriegt eben auch keine Medaille bei uns. Und deshalb ist das eben für den, den es betrifft, nicht die, der beste Abschluss bei den Olympischen Spielen. Aber ja, am Ende, wie wir es auch gesehen oder übermittelt bekommen haben, hat zumindest der Markus nach außen hin das mit Würde auch getragen, auch der Ritchie, und hat ja auch seinen berühmten Schublattler dann in der Nacht nochmal im Deutschen Haus nochmal aufgelegt für die Kollegen. Gerd, ich wollte keinen kalten Kaffee umrühren, aber das bot sich einfach an, 94 und jetzt 2018. Ja. Und deshalb noch eine leichte Würdigung für dich. Einige Leute haben es vergessen, aber ich nicht. Außerdem habe ich das 94 auch... Manche waren auch gar nicht geboren. Das ist auch richtig, aber ich habe schon kommentiert. Ja. So, lass uns aber mal kontinuierlich oder chronologisch fortfahren. Entscheidung von der Normalschanze. Vielleicht ein bisschen provozierend, die Bemerkung, aber ich hätte mir vorstellen können, bei einem normalen Weltcup hätte man abgebrochen. 2,5 Stunden, lausig kalt, elender Wind. Ich sage nur Simon Ammann 6-mal hoch und runter. Du warst dabei. Und ich habe mir auch mal den Weg gemacht. Ich war ja oben im Springerlager und ich wollte das einfach auch mal erleben, mal fühlen, wie das da zur Sache geht. Also wer es gesehen hat im Fernsehen, es war ja der Aufzug und dann ist so ein kleiner Übergang zu dieser kleinen Anlage rüber. Und da habe ich mit meiner Familie mal telefoniert gehabt, hat mir vergessen, die Handschuhe anzuziehen. Also ich wollte schon auflegen. Also was dort für ein Wind war, das war, also ich habe auch schon viel erlebt an Wind. Und vor allen Dingen bei minus, ich glaube, es waren so 16 Grad minus und bestimmt 8, 9 Meter pro Sekunde. Also da hat es da oben schon mal den ersten vielleicht ein bisschen Schneid abgekauft. Und dann das Plexiglas hat gewackelt. Also es war fürchterlich kalt. Und eben bei der besagten Situation stand ich dann unten im Auslauf. Und habe dann auch mit dem Corbinian Öffele, der unser Physiotherapeut ist, ja auch so gesagt, na, jetzt steht's, wenn der nochmal rausgeht, dann steht's vorm Abbruch, das Springen. Und ich bin bei dir, bei einem Weltcup-Skispringen hätte man bestimmt abgebrochen. Allerdings habe ich dann auch mit dem TD, mit dem Frank Salvi und dem TD-Assist gesprochen. Stand's denn wirklich auf Messerschneide mit dem Abbruch? Sie haben es verneint an dem Abend, weil man Zeit hatte. Aber ich bin bei dir, wenn es dort vielleicht noch ein 7. oder ein 8. Mal gegeben hätte, hätte man ja den Deckel draufgehauen. Und dann wäre das polnische Team mit strahlenden Gesichtern von der Schanze gegangen und wir hätten in diesen Tisch gebissen, oder aus deutscher Sicht. Das ist eben Skispringen. Es ist grenzwertig. Es gibt Entscheidungen, die schwer nachvollziehbar sind. Andreas Wellinger, noch in Willingen, sagt der Bundestrainer Werner Schuster, du, es gibt kein Interview mit ihm. Ich muss den aufbauen. Der ist noch nicht so weit. Ich habe Probleme mit ihm. Gerd, du wärst der Erste, der dem Normalverbraucher Skispringen wirklich erklären kann. Eine Woche später ist Wellinger top. Naja, es ist im Fall von Andy Wellinger ist es gar nicht so schwierig zu erklären aus meiner Sicht, denn er war ja nicht schlecht. Also ich meine, er hat immer in gesamten Tournee Platz 2 gemacht. Es hat ihm vielleicht so dieser letzte I-Punkt, dieses letzte Selbstvertrauen in den Sprung gefehlt.
Und dann kommt er rüber und macht das erste Training und es funktioniert gleich. Also ist gleich mit vorn dabei. Und dann ist es ja kein Selbstläufer, aber er weiß, was er kann. Und die anderen haben das auch gesehen. Und mit einmal bist du in einer ganz anderen Situation. Und er gewinnt ja auch den Probedurchgang und die Qualifikation eindrucksvoll. Und mit der Goldmedaille, klar, braucht man auch ein bisschen Glück. Zu der Zeit war es natürlich auch sehr wechselhaft. Aber er hat diese Verhältnisse aufliegen gehabt und hat es bravourös durchgezogen. Man könnte dann eben gleich das andere Beispiel bringen. Denn Richard Freitag fährt weg von Willingen und ist bis auf diesen Sonntag gut in Schuss und kommt dann in Korea an und macht ein Training, wo er selber gesagt hat, wo bin ich jetzt hier? Also hat das Skispringen völlig verlernt und hatte ja auch danach eben seinen Platz intern zur Verfügung gestellt. Also wenn man der Meinung wäre, dass er auf der Kleinen nicht zum Einsatz kommen soll, dann hätte er den Platz auch zur Verfügung gestellt. Okay, also jetzt wollen wir mal die Einzelentscheidung von der Großschanze überspringen, weil du gleich den Ball mir zugespielt hast. Wollen wir mal aber ausdrücklich betonen, dass die Teamentscheidung, wo die Deutschen Silber geholt haben, dass Wellinger einmal Erster und Zweiter in seinem Durchgang gewesen ist und Richard Freitag auch Erster und Zweiter. Und das zeichnet den Ritsch eben aus, dass er dann relativ schnell, weil er eben, sag mal, mental stark ist, wieder zu sich findet. Ja, er hatte das Feeling einfach nicht auf der kleinen Anlage. Also ich habe auch mit ihm gesprochen. Er sagt, er hat irgendwie das Feeling, nicht das Gefühl, die Anfahrtsposition und dann eben das Rausspringen. Es ist doch ein bisschen anders auf einer kleinen Anlage. Die Anlagen in Korea waren natürlich auch ein bisschen älter. Also sie stehen ja schon, glaube ich, 12, 13 Jahre also da herum. So lange hat man sich ja auch um die Spiele unter anderem beworben. Und er kam einfach damit nicht zurecht und konnte es auch nicht dann zum Wettkampf hin umsetzen. Im ersten Durchgang ging es noch relativ gut. Und im zweiten dann, ja, wäre die Chance auch auf eine Medaille da gewesen, aber hat es eben leider nicht nutzen können. Zum Teamspringen, glaube ich, müssen wir nicht allzu viele Worte verlieren. Es ist eigentlich planmäßig gelaufen. Es war nur die Frage, wer von den beiden Teams, die Deutschen oder die Polen, holen Silber und Bronze. Die Norweger, damit musste man einfach rechnen. Ja, mit den Vorleistungen allein auf der kleinen Schanze schon. Ich würde aber vielleicht trotzdem noch mal kurz auf eine Kleinigkeit auf der kleinen Schanze hinweisen wollen. Denn um das auch mal zu zeigen, wie eng das zuging. Also Kamil Stoch wurde ja Vierter mit 0,4 Punkten Abstand auf den dritten Platz, auf den Johansson. Ja. Und warum war er Vierter? Weil der polnische Kampfrichter ihm eine 18,5 gibt. Statt einer 19. Statt einer 19. Gibt er ihm die 19, zieht er die mit hoch, fällt, kommt 3,19 in die Wertung und er hätte 0,1 Punkte die Bronzemedaille gehabt. So eng ist das. Also ich glaube, dass da auch von seitens des polnischen Teams um Stefan Hongerer, mit dem man mal gesprochen worden ist. Also es gab sowas schon häufig. Natürlich sind die unabhängig, aber es wird nicht gern gesehen, dass es gerade eben dann, wenn es so knapp ist, diese Gegebenheit stattfindet. Natürlich wollen wir jetzt diese drei Entscheidungen nicht sezieren, sondern wir sind bestrebt, in Ihrem Interesse vielleicht das noch anzusprechen, was man nicht so mitbekommen hat, wie eben diesen Fakt vom polnischen Sprungrichter, wie eng das alles ist. Aber nochmal die Entscheidung dann von der Großschanze irgendwo normal. Beim Team? Ja. Ja. Naja, wir hatten gestern schon das Gefühl, oder nach dem ersten Durchgang waren wir nur 2 Punkte dahinter. Also da hat man, also ich zumindest hatte gedacht, na, wenn alles jetzt 100% funktioniert, dann hätte man eventuell die Norweger schon noch mal ein bisschen in Bedrängnis bringen können, weil auch ein Johann Vorfangen ist nicht, sag ich mal, am Limit gesprungen. Aber da hätte sehr, sehr viel zusammenlaufen müssen. Aber so wäre es gewesen, wenn man hätte Gold erreichen möchten. Nur unbestritten, Norwegen hat es absolut verdient. Sie sind über sich hinausgewachsen, wie du es so oft schön formulierst, aus einem Guss gesprungen. Und es hat gereicht. Und natürlich, Silber und Bronze war schon noch mal spannend. Also wo der Andy Wellinger unten war, da dachte ich, naja, das wird es jetzt gewesen sein für die Silbermedaille für Polen. Aber man hat gesehen, Kamil Stoch hat eben auch mal Nerven gezeigt. So ist es. So, okay. Liebe Zuschauer oder Freunde von Avia TV, es ist nicht so, dass wir nur oder so in Richtung Olympia schauen oder das Skispringen nur im Fokus haben. Natürlich gibt es auch bei uns ein paar Gedanken. Wir beschäftigen uns jetzt nicht mit den anderen Sportarten. Das wäre viel, viel zu ausschweifend.
Aber Gerd, einen Aspekt würde ich gerne noch in die Diskussion bringen, das ist die Nachnutzung. 2006 Turin, wir haben es beide auch übertragen, da steht nichts mehr. 2010 Whistler ist überhaupt noch mal gesprungen worden, international. Ja, aber Continental Cup dieses Jahr eröffnet worden. Gut, okay, aber dennoch, es hängt ein bisschen. In Sochi springen die Russen, ansonsten wird auf den Anlagen oder an den Anlagen Fußball gespielt. Pyeongchang, könnte ich mir vorstellen, wird auch ein bisschen kompliziert mit Weltcups etc. Dieser Gigantismus, der angesprochen wurde, auch von Aktiven, es ist ein Problem der Winterspiele. Vielleicht nicht nur der Winterspiele, ja, in Rio diskutiert ja, man auch. Also, da war London positiv, aber ansonsten eben auch. Naja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also klar, Nachnutzung, wenn man natürlich Olympische Spiele in Länder vergibt, die vielleicht den Skispringen oder den nordischen Sport nicht so im Fokus haben oder auch in Regionen, du hast es angesprochen, Turin ist jetzt ja Bracciolato auch nicht, ist eine Alpinregion, aber keine nordische Region, ist es natürlich schwierig, da das mit einer Nachnutzung zu versehen. Allerdings gibt es sicherlich auch Sporttarten, die in Korea in sind, wie Shorttrack zum Beispiel und so weiter, ist eine Halle. Aber ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich bin auch hingefahren und habe gesagt, Olympische Spiele, man hört viel eben, viel Geld wird verbrannt und Nachnutzung nicht. Auf der anderen Seite, wenn man dann dort mal wirklich ist und dieses olympische Flair wieder aufnimmt, auch bei uns hat nicht alles gepasst und funktioniert im Transportsystem und da und dort. Aber wenn man dann auch die Athleten sieht, wie sie sich darauf vorbereiten, also dann noch die Medaillenübergaben oder wie sie sich freuen, auch für andere in andere Disziplinen zu den Sportarten kommen, die man sonst kaum sieht und das mitbegleiten und feiern, auch von den anderen Ländern, dann ist Olympia doch eine Geschichte, die man nicht einfach so sterben lassen sollte oder belegen soll. Nein, das will ich auch nicht sterben lassen, sowieso nicht. Wenn, dann würde ich möglicherweise ein Plädoyer für einen Ort halten zur Dauernutzung. Also, dass man sagt, Olympische Winterspiele sind generell in einem Ort, wo die ganze Welt christliche Fernsehzeiten hat oder relativ christliche Fernsehzeiten und wo nicht so unheimlich viel Geld verbrannt wird. Aber okay, das würde jetzt zu weit führen, aber lass uns noch einen Aspekt ansprechen, der aus meiner Sicht in der ganzen Diskussion gar nicht vorhanden war. Man war zufrieden, Nordkorea schickt eine Delegation, eine Mannschaft. Was war im Vorfeld los? Und nicht ein einziges Wort ist gefallen, dass man das Atomprogramm von Nordkorea gar nicht angesprochen hat. Viele faule Eierkuchen. War das vielleicht sogar eine taktische Maßnahme von Kim, der nordkoreanische Diktator, dass der sagt, ich habe das so gemacht und ich bin im Blickfeld der Weltöffentlichkeit eigentlich gar nicht so schlimm. Und wenn die Spiele vorbei sind, dann kocht das alles wieder hoch. Als wenn man da nur eine Sendepause gemacht hätte. Naja, da bin ich, glaube ich, jetzt der Falsche, um da drüber zu urteilen. Ja, es ist mir nur aufgefallen. Das muss man im Nachgang dann halt jetzt beobachten, wie das da dort passiert. Und zwar, ich kann nur für mich sagen, ich habe mich in keinster Weise da bedroht gefühlt oder irgendwas. Also ich bin auch nicht rübergeflogen mit irgendwelchen Gedanken, was passieren könnte. Ich meine, wir haben die Olympischen Spiele 2002 Salt Lake City auch miterlebt, wo es ja auch eine Gefahrenlage gab durch den Terroranschlag in New York. Und von dem her, es gab mal so eine Situation, wo wir oben in dem Springerlager alle saßen, mit einmal haben alle Handys verrückt gespielt. Also jeder hat wahrscheinlich gedacht, jetzt rufen wir uns alle zur gleichen Zeit an. Da gab es eben Nachrichten über einen bevorstehenden Vulkanausbruch oder eine Unwetterwarnung oder Erdbebenvorhersagen. Und das waren eher so diese Meldungen, die da kamen. Aber ansonsten jetzt mit diesem gesamten Konflikt, gebe ich dir recht, ist sicher eine Pause derzeit da. Aber das hat aus meiner Sicht dort überhaupt keine Rolle gespielt. Also nicht mal ein Gespräch. Klar, es ist ja auch jeder fokussiert auf seinen Wettkampf, auf die Sachen, die drumherum passieren, was hat der vielleicht noch und so weiter. Also da ist man so fokussiert, aber das hat da drüben meiner Ansicht nach überhaupt keinen interessiert, diese politische Großwetterlage.
Okay, die sportlichen Leistungen überwiegen, das ist auch gut so. Und Diskussionen wird es im Nachhinein sowieso einige geben und das ist auch gut so. Und wie sich die ganze Geschichte entwickelt, das werden wir sehen. Fakt ist, dass man in Deutschland mit den Einschaltquoten bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zufrieden ist, trotz dieser teilweise gravierenden Zeitverschiebungen. Ein anderer Kanal ist nicht ganz so zufrieden, aber das ist, wie gesagt, eine Sache, die muss man mit rechnen, mit haben, mit sein, mit ausgeben und einnehmen. Das muss man dann ausgleichen oder versuchen auszugleichen. Das ist nicht unser Bier. Nö, auf keinen Fall. Ja. Aber auf jeden Fall ist es schön zu sehen, dass auch eben zu den Sendezeiten ist natürlich, wie du sagst, eine Belastung auch für die Athleten. Natürlich, wenn man erst Ortszeit 0.30 Uhr wie auf der kleinen Schanze fertig wird, ist, aber man versucht es eben dann doch in den Vormittag reinzubringen und dafür haben die Quoten, ich habe es ja auch mal ein bisschen beobachtet, sprechen für den Sport, sprechen für Olympia, eindeutige Sprache. Und das ist auch schön so und gibt vielleicht auch den Kritikern oder nimmt denen ein bisschen Luft, Wind aus den Segeln. Und das ist schön zu sehen, natürlich auch abhängig von dem grandiosen Abschneiden der deutschen Athleten. Logischerweise sieht man das natürlich in Deutschland auch aus der Brille. Und das ist schön zu sehen und alles andere müssen sowieso die beurteilen, die dafür zuständig sind und den Hut dafür aufhaben. Lass uns noch einen kurzen Ausblick wagen. Die Belastung durch Olympia war ja zusätzlich hoch. Das kann man ja nicht leugnen. Die kurze Zeit, Willingen, dann Olympische Spiele zu Ende, dann geht es gleich wieder im Weltcup weiter. Also irgendwann und irgendwo kann es sein, dass die Decke zu kurz wird. Naja, das ist ja auch nicht neu. Also letztes Jahr waren zwar waren Weltmeisterschaften keine Olympischen Spiele. Sie waren halt durch die Zeitverschiebung nicht so anstrengend für die Athleten. Aber wenn man es jetzt mal rein nur fürs Skispringen, wir reden ja verstärkt über Skispringen, klar, natürlich. Sieht, ich gehe von aus, sie werden, glaube ich, morgen zurückreisen, dann ist ja doch noch mal jetzt eine gewisse Zeit, bis es nach Lahti geht, also am Donnerstag, da ist ja Zeit zum Erholen. Vielleicht wird der eine oder andere auch sogar noch mal die Schanze aufsuchen, denn es gibt ja noch zwei Highlights in der Saison. Einmal die Raw Air Tour, die wird dann auch wieder anstrengend genug. Und eben das Skifliegen in Planitzer. Also es geht nochmal um extra Preisgeld und vor allen Dingen geht es nochmal ums gelbe Trikot. Ja. Und das ist ja mit Kamisch doch derzeit besetzt. Aber danach gleich Richard Freitag und Andy Wellinger auch nicht weit weg. Und wenn er seine Form so weiter stabilisieren kann, kann vielleicht sogar sein, dass der Andy noch das gelbe Trikot holt. Also der Kampf ist noch lange nicht aufgegeben und es gibt schon noch eine Zeit jetzt zum Erholen. Das passt schon. Aber es bleibt interessant. Also, wir haben nicht vergessen, das großartige Abschneiden der Kombinierer hat ja wohl auch was mit Springen zu tun, den Dreifacherfolg. Das haben wir alles registriert, aber Sie wissen, wir kommen vom Skispringen und deshalb haben wir uns in erster Linie dem Skispringen gewidmet. Also, das war unsere persönliche Nachlese zu Pyongyang.